Plötzlich. Sudele, dann miete ich mir jetzt mal einen Greif darunter. Kriege ich noch ein Level-Up, weil ich es noch erforscht habe. Und dann sind wir auch noch quasi Level 12 geworden. Eine Stunde lang. Oh, ich kann echt schon überall hinfliegen. Ist ja geil. Twinks halt, ne? Das soll ich jetzt gleich wieder für mich ausmachen. Und dann wie täglich grüßt das Murmeltier. Schade eigentlich, aber was soll's. Ich hoffe, ihr auch konntet vielleicht ein bisschen. Es hat vielleicht ein bisschen Spaß gemacht zuzuschauen. Auch wenn beim Stream aktuell keine Leute da waren, außer mir selbst. Jetzt geht auch noch Radibecken auf, aber das werde ich jetzt mir klemmen. Weil ich werde erstmal den gleich noch anquatschen und dann müsste ich eigentlich meinen Level-Up haben. Und zwar genau den hier. Ja. Also komm. Was haben wir bei dir hier? Set. Was auch immer wir machen müssen. Keine Ahnung was. Luna fired. So, wer hat denn jetzt hier von euch Feuerwerk? Du siehst aus, wenn du Feuerwerk hättest. So, was muss ich abfeuern? Einmal Luna fired. Fire cluster fired. Cluster twos. Moonglow, Circuit Glowing, Alcoholic, Perverse. Toll, immer geht's um Alkohol. Das ist genau so eine. Egal, darüber streiten wir nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann möchte ich mal wissen, was das kann. Hallo? Oh, fängt mal an zu glühen. Sehr schön. Dann. Jetzt schießen wir den Container ab hier. Nummer 1, Nummer 2. Okay, Level up. Thank you! Wie bitte? Ich bin nur noch Oh nein, das ist ein Trouble, mein Gott. Verdammt. Cooler ist Greater Moon, bla blub. Bist du mit dem Greater Greta? Yeah, yes, you are! Scheiße, ich hätte mich mal binden sollen. Hm. Egal. So geht's natürlich auch. Haben wir da irgendwas dann Neues zugelernt? Nein. Ja, wie gesagt, also ich mache jetzt dann neue. Die Episode wird den Ziel dann gleich unterbrochen. Und gehen natürlich an dieser Stelle dann auch demnächst dann weiter. Nur ich hoffe, dass ich diesmal, dass es eher mit der Aufnahme auch für YouTube dann besser geklappt hat, weil das sind ja das dann, wo dann vielleicht doch mal der eine oder andere eher dann zuschaut. Weil mein Stream ist halt so unbekannt. Wie gesagt, ihr könnt ja selber mal gucken, steht ja oben drin.
Immer wenn ich jetzt am Level bin, streame ich halt automatisch auch noch zusätzlich mit. Und wenn ihr Bock habt, mal irgendwie, dass es nicht ganz so langweilig ist beim Leveln, irgendwie mal vielleicht am Chat mal irgendwie ein bisschen Konversation zu starten, dann würde ich mir den hier auch nochmal ordentlich positionieren, dass ich hier nicht halb durch mein Mikrofon durchgucken muss. So, aber mit mir selbst zu chatten ist natürlich irgendwie ein bisschen, ja, gut, kann man quasi auch lassen. Und, ja, gehen wir noch kurz die Quest ab und dann machen wir hier auch gleich einen kleinen Cut. So. Farewell. 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 So, warum habe ich das jetzt hier gemacht? Wofür? Den ganzen Driss? Für gar nichts. So, dann porten wir uns mal zurück ins Startgebiet. Ist natürlich jetzt auch wieder suboptimal, dass ich. Warte mal, hier ist doch ein Gasthaus, oder? Warte mal, wir loggen uns hier aus. Ist das, warte mal, ist das das Gasthaus? Ja, oder? Ich sehe aber keinen Briefkasten. Das ist nicht das Gasthaus. Wo ist dein Briefkasten? Hallo. Ah, hier, der. Gerade Postkasten, Briefkasten, wie auch immer, Kasten. So, change it. Hallo? Zzz, mach zzz. Wegen Rested Bonus. Zzz. Okay, Rested Bonus kriegen wir hier nicht. Ach, wahrscheinlich ist das Gasthaus da eins weiter oder so. Ach, ist ja auch blöd. Das machen wir dann einfach noch, haben wir noch 10 Minuten Zeit, dann laufen wir noch. Dann ist schon wieder 20 nach 12. Ey, Kacke. Oh, er hat Kacke gesagt. Entschuldige bitte. Oh, er hat schon wieder das Wort. Mit K gesagt. Ja. Wir laufen jetzt einfach hier nochmal ganz kurz einmal fix rüber ins Gasthaus. Und dann. Und dann sollten wir eigentlich dann. Ja. Und das nächste Mal dann abwarten. Ich finde den Gedanken halt cool, einfach mal wirklich. Ja, einen kompletten Char einfach von 0 auf Level 90 in dem Fall dann zu leveln. Und wirklich jede einzelne Minute teilbar zu machen. So, auch wenn bisher halt, es passiert ja nicht wahnsinnig viel Aufregendes. Gut, waren jetzt halt zwei WGs drin, die jetzt vielleicht mal ganz lustig sind. Low-Level-WG halt, ne? Aber an sich, vielleicht habe ich auch noch ein paar gescheite Weisheiten von mir gegeben. Ich weiß es auch nicht. Aber an sich bin ich eigentlich auch schon sehr müde. Das ist überhaupt. Eigentlich ist es noch. Es ist ein Wunder dafür, dass ich schon so müde angefangen habe, dass überhaupt noch irgendwelche Wörter aus mir rausgekommen sind heute. Und dann noch so extrem viele Wörter. Es hätte halt Spaß, mehr Spaß gemacht, wenn noch jemand mitgelevelt hätte, vielleicht. Nur von irgendwie von WoW ist mittlerweile aus meinem Freundeskreis, zumindest was PvP-Bereich anbelangt, da war noch nie jemand irgendwie richtig zu überzeugen. Leider Gottes. Und den einen, den ich versucht habe zu überzeugen, der sagt, mit dem spielen wir heute oder morgen oder irgendwann die Tage. Jetzt spielen wir auf jeden Fall dienstags, spiele ich dann mit dem wieder Path of Exile. Da freut er sich immer ganz besonders. Und der weiß mit Sicherheit, wenn er dieses Video auch guckt, dann weiß er auch, um wen es sich handelt. So. Ja. Und mal gucken. Also wie gesagt, wenn ihr auf dem Weg jetzt nochmal hier hin ins mein Gasthaus, wenn ihr irgendwo. Ja, eine RBG-Gruppe habt, wo ihr noch einen Platz habt für einen Monk, einen Druiden, einen Worry oder sogar mehrere Teams habt, wo ihr einen Worry, einen Druiden oder einen Monk gebrauchen könnt. Also je nachdem, ob ich den Monk nachher dann am Ende, wenn der Level 90 ist und ich dieses Spiel ist, die mir gefällt halt und die Talente mir gefallen und ja, die Mechanik halt gefällt und ich eventuell beim Monk bleibe, dann eventuell, ob ihr einen Platz für Monk habt, ansonsten halt Druide, Worry, so. Für der Retri wäre auch noch eine Option, wo ich sagen würde, okay, könnte ich mir auch noch gefallen lassen. Habe ich auch eine Zeit lang sehr intensiv auch PvP-mäßig gespielt. Also wie gesagt, wenn ihr RBG irgendeinen Platz habt, Bedarf habt, dann bitte sagt mir Bescheid. Ich wäre wirklich furchtbar gerne mal in einem RBG-Team dabei, was auch mal des Öfteren nicht irgendwie so randommäßig aufgebaut ist, sondern halt ja, regelmäßiger dann halt immer spielt und halt auch regelmäßig versucht mal voranzukommen. Gut.
So, das würde sich für euch so anfühlen, als wenn ich gar nicht weg gewesen wäre, wenn ihr jetzt gleich das zweite Video oder das Video, was hier danach kommt, anklickt. Aber an dieser Stelle sage ich um 20 nach 12 einmal Embrook seinen Abend. Danke fürs Zuschauen.